Mein Name ist Benjamin von Fragfina und in diesem Video starten wir mit der ersten Folge unserer Riester-Review-Reihe. Wir werden dir erklären, auf welcher Grundlage wir in den kommenden Wochen verschiedene Riester-Verträge analysieren werden. Ich wünsche dir viel Spaß damit. In den nächsten Wochen werden wir Riester-Verträge von verschiedenen Versicherungen einer Kurzanalyse unterziehen. Ziel ist es, anhand von ein paar prägnanten Kennzahlen aufzuzeigen, ob es sich tendenziell um einen guten oder nicht so guten Vertrag handelt. Dabei werden wir immer von der gleichen Ausgangssituation ausgehen. Unsere Musterperson ist 30 Jahre alt, angestellt, hat keine Kinder, zahlt das Maximum von 160,42 Euro monatlich ein und das eingezahlte Geld wird, sofern das bei dem Anbieter möglich ist, in einen MSCI World ETF gespart. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer: Es handelt sich hier ganz bewusst um eine Kurzanalyse, die lediglich eine erste Tendenz geben soll. Der Check ersetzt keine ausführliche und auf die individuelle Situation zugeschnittene Analyse. Im Rahmen des Reviews werden wir uns 5 Kriterien anschauen. Das sind die Effektivkosten, das ist der Rentenfaktor, das ist die Geldanlage, das ist der allgemeine Aufbau und die Übersichtlichkeit der Unterlagen sowie ein paar aussagekräftige Bilanzkennzahlen. Wir werden uns jetzt die einzelnen Punkte etwas genauer anschauen, damit du dann auch in der Lage bist, mit den Bewertungskriterien etwas anzufangen. Starten wir mit den Effektivkosten. Gerade bei einer Versicherungslösung für die Altersvorsorge sind die Kosten immer einer der größten und wichtigsten Bestandteile. Bei einer Versicherung gibt es viele verschiedene Kostenarten. Das sind beispielsweise die Abschluss- und Vertriebskosten, die sich meistens zum Großteil auf die ersten 5 Jahre verteilen. Ein weiteres Beispiel sind die Verwaltungskosten, die dauerhaft vorhanden sind. Die Effektivkosten fassen alle Kostenarten zusammen und verteilen diese gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit. Dies hat einfach den Vorteil, dass die Kosten einfacher mit anderen Anlagen verglichen werden können. So kann man beispielsweise auf einen Blick die Kosten einer Versicherungslösung mit den Kosten eines Fonds vergleichen. Wichtig ist, dass die Effektivkosten nur dann aussagekräftig sind, wenn der Vertrag auch die gesamte Laufzeit über durchgehalten wird. Und hier gilt ganz klar, je niedriger die Effektivkosten sind, desto besser. Als nächstes schauen wir uns den Rentenfaktor an. Den Rentenfaktor benötigt man, um das angesparte Kapital mit dem Renteneintritt in eine lebenslange Rente umzuwandeln. Die Berechnung funktioniert dabei wie folgt. Man teilt das angesparte Kapital durch 10.000 und multipliziert es mit dem Rentenfaktor. Das Ganze einfach mal an einem Beispiel. Also angenommen, man hat über die Vertragslaufzeit 100.000 Euro angesammelt und der Rentenfaktor beträgt 25 Euro, dann sieht die Berechnung wie folgt aus. Die 100.000 Euro teilt man durch 10.000, nimmt sie mal 25 und dann kommt dabei 250 Euro raus. Das heißt, bei den angenommenen Zahlen würden die lebenslange Rente 250 Euro betragen. Zusätzlich kommen noch Überschüsse dazu, die die Versicherung erwirtschaftet. Die sind aber nicht garantiert und daher auch erstmal unabhängig vom Rentenfaktor. Beim Rentenfaktor unterscheidet man zwischen dem prognostizierten Rentenfaktor und dem garantierten Rentenfaktor. Der prognostizierte Rentenfaktor gibt an, wie hoch der Rentenfaktor mit Erreichen des Rentenalters sein wird, bei heutiger Rechnungsgrundlage. Das heißt, wenn die grundsätzlichen Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind, dann wird das der Rentenfaktor sein, den man im Alter hat. Hier kann man relativ pauschal sagen, je höher der prognostizierte Rentenfaktor ist, umso besser, da mit einem höheren Rentenfaktor eine höhere Rente einhergeht. Dieser Wert ist jedoch nicht garantiert, sondern lediglich eine Hochrechnung. Daneben gibt es den garantierten Rentenfaktor. Der gibt an, welchen Rentenfaktor man in jedem Fall erhält, egal wie die Entwicklung der Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit sein wird. Der garantierte Rentenfaktor gibt somit das Worst-Case-Szenario an, also die garantierte Untergrenze. Jetzt könnte man ja auch meinen, dass genau wie bei dem prognostizierten Rentenfaktor auch hier ein möglichst hoher garantierter Rentenfaktor optimal ist. Doch das lässt sich so pauschal nicht sagen, denn Garantien haben immer den Nachteil, dass sie unflexibel machen und meistens auch tendenziell teuer sind. Das heißt, ein hoher garantierter Rentenfaktor kann dazu führen, dass die Versicherung eingeschränkter in ihren Handlungsmöglichkeiten ist, da sie zunächst die Garantien bedienen muss. Und das kann wiederum dazu führen, dass Überschüsse geringer ausfallen und somit letztendlich die tatsächliche Auszahlung niedriger ausfällt, trotz eines höheren garantierten Rentenfaktors. Schauen wir uns als nächstes das Thema der Geldanlage ein. Was ist hiermit überhaupt gemeint? Bei einer Versicherungslösung wie dem Riester gibt es im Grunde 2 Möglichkeiten, das Geld, was monatlich gespart wird, zu investieren. Die eine Möglichkeit ist über einen sogenannten klassischen Tarif. Das bedeutet, dass man einen Garantiezins hat.
der aktuell im Jahr 2021 noch bei 0,9% liegt und im nächsten Jahr auf 0,25% gesenkt wird. Neben dem Garantiezins kommen noch Überschüsse dazu, die die Versicherung erwirtschaftet. Diese Art der Geldanlage ist jedoch nicht wirklich sinnvoll. Die Garantie ist sehr gering, sogar deutlich unterhalb der Inflation. Und auch die Überschüsse, die die Versicherungen erwirtschaften, sind aufgrund des Niedrigzinsumfeldes auch eher gering. Aus diesem Grund sollte man eher zur sogenannten fondsbasierten Variante greifen. Hier wird das gesparte Kapital in ein oder mehrere Fonds investiert, aus denen man frei wählen kann und vor allem deren Zusammenstellung man auch über die Vertragslaufzeit regelmäßig verändern kann. Hier sind auch ganz klar die Renditeerwartungen höher als über die klassische Variante und daher schauen wir uns auch nur diese Variante genauer an. Konkret werden wir uns im Rahmen des Reviews immer drei Dinge anschauen. Das ist zum einen, aus wie vielen verschiedenen Geldanlagen man überhaupt auswählen kann. Hier kann man grundsätzlich sagen, je mehr Auswahlmöglichkeiten, desto besser. Somit bleibt man in der Geldanlage sehr flexibel und kann die Anlage nach seinen Wünschen zusammenstellen. Dann schauen wir uns an, ob es die Möglichkeit gibt, in ETFs zu investieren und wenn es diese Möglichkeit gibt, aus wie vielen unterschiedlichen ETFs man auswählen kann. Und als drittes schauen wir uns hier an, ob es die Möglichkeit gibt, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren. Darauf folgend schauen wir uns den allgemeinen Aufbau und die Übersichtlichkeit der Angebots- und Antragsunterlagen an, insbesondere ob das Ganze verständlich und gut lesbar aufgebaut ist und wie viele Seiten der Antrag und die weiteren Unterlagen haben. Im letzten Schritt schauen wir uns ein paar aussagekräftige Bilanzkennzahlen an. Das ist zum einen das Eigenkapital. Das Eigenkapital gibt an, was übrig bleibt, wenn man die Schulden von den vorhandenen Vermögenswerten abzieht. Daher ist ein hohes Eigenkapital erst einmal ein gutes Zeichen. Des Weiteren schauen wir uns die Kapitalanlagen an, also wie viel Geld wird vom jeweiligen Anbieter im Rahmen des Versicherungsmantels investiert. Auch hier ist ein hoher Wert tendenziell gut. Als dritten Wert schauen wir uns die Nettoverzinsung im Schnitt der letzten drei Jahre an. Diese sagt aus, was über alle Geldanlagen und Verträge hinweg nach Abzug der Kosten in den letzten drei Jahren als Rendite erwirtschaftet wurde. Auch hier gilt logischerweise, je höher der Wert, desto besser. Und zu guter Letzt schauen wir uns die Verwaltungskostenquote an. Diese sagt aus, wie effizient insgesamt im Unternehmen gearbeitet wird. Je geringer der Wert ist, umso besser. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und die Informationen werden dir in den kommenden Checks der Riester-Verträge helfen. Wenn du weitere Informationen rund um das Thema Finanzen und Vermögensaufbau haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auf unserer Seite fragfina.de vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.